Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte Nickel und ja, ich versuche in diesem Podcast Menschen einfach die Praxis der Meditation näher zu bringen, eine Art der Meditation, die ja, das Herz und die Seele mit einschließt und das ganz alltägliche Leben. Und freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist, weil das jetzt die erste Folge sein wird. Die fünfte Folge wird jetzt die erste Folge sein, in der es eine Meditation gibt. Und wenn du bei der letzten Folge mit dabei warst, habe ich darüber gesprochen, ob Meditation wirklich so viel mit Disziplin zu tun hat oder einfach nur damit, dass wir unser Herz an erste Stelle stellen, dass das Herz mehr Priorität in unserem Leben bekommt als der Geist. Und ich habe tatsächlich heute Morgen in der Gruppe eine Meditation angeleitet. Das war keine Absicht, aber ich hatte das Gefühl, diese Meditation könnte super zu der letzten Folge passen. Deswegen teile ich sie mit dir heute. Und in dieser Folge ist es eine Morgenmeditation. Du kannst sie natürlich auch mittags machen, ja, oder wann auch immer. Es war jetzt nur eine spezielle Morgenmeditation, sich mit dem Herzen zu verbinden und mit dem Herzen in den Tag zu starten und sich so zu verbinden, dass wir auch den ganzen Tag über uns immer wieder damit verbinden können, uns darauf ausrichten können. Also, dass wir es morgens so in uns festsetzen, sozusagen als Priorität setzen, damit wir dann ja tagsüber den Fokus immer wieder darauf lenken können. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir jetzt einfach gleich mit der Meditation. Ich möchte danach auch gar nicht mehr so viel sagen, weil ich finde es schön, wenn es nach der Meditation einfach in Stille sein kann, du dann in Stille vielleicht noch mit dir bist. Deswegen gleich meine Schlussworte vorweg heute. Wünsche ich dir ja eine wunderschöne Zeit, auch nach der Meditation, einen wunderschönen Tag. Wenn dir die Meditation gefallen hat und du das Gefühl hast, es könnte vielleicht auch Menschen in deinem Umkreis helfen, kannst du es gerne weiterleiten, den Link zu dieser Episode. Und freue ich mich auf jeden Fall. Ja, jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Meditation. Kommt einfach in eine für euch angenehme Sitzposition, wenn ihr ja so das Gefühl habt, boah, der Rücken ist noch ein bisschen von der Nacht, vielleicht was auch immer verdreht oder steif oder der Nacken oder ja, dann könnt ihr euch einfach noch ganz sanft bewegen, ja, so ein bisschen ausgleichen, dass der Körper wirklich so ankommt in diesem Sitzen. Und gebt euch da all die Zeit, die ihr braucht. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr sitzt jetzt ganz angenehm, ja, dann legt einfach die Aufmerksamkeit auf den Atem. Das heißt, wir spüren einfach nur dieses geatmet werden. Das, was eigentlich die ganze Nacht über passiert ist. Was Tag und Nacht die ganze Zeit von selbst passiert, versuchen wir jetzt einfach zu bemerken.
Ja, und dann bemerkt einfach nur, wie der Einatmen kommt, ja, eurem Körper neues Leben schenkt und dann den Körper auch wieder verlässt. Ja, so dass jeder Einatemzug neues Leben ist. Ja, jeder Einatemzug eine neue Chance ist und jeder Ausatemzug uns dabei hilft, uns zu entspannen, loszulassen, uns vielleicht auch mehr noch diesem geatmet werden hinzugeben. Und dann fühlt einfach, ja, wie es euch jetzt gerade geht. Einfach nur, was gerade da ist. Eine Freude, eine Erschöpfung, eine Dankbarkeit, eine Ruhe, eine Unruhe. Einfach nur wahrnehmen. Dass wir jeden Morgen einfach erstmal spüren, wie geht's uns eigentlich? Wie geht's unserem Herzen? Wie geht's unserer Seele gerade? So als erste Sache am Tag, ja, dass der Atem und das Herz als erstes Raum bekommen, bevor alles andere geschieht, bevor möglicherweise Einflüsse von außen kommen. Die können wir teilweise nicht beeinflussen, aber wir können beeinflussen, wie wir mit uns selbst in den Tag gehen. Ja, und uns selbst signalisieren, dass wir für uns selbst da sind, dass wir für uns sorgen, dass wir auf uns aufpassen. Dass wir jede Regung in uns wertschätzen. Ja, in jeder Regung kommuniziert etwas in uns, mit uns. Und dass wir uns erlauben, dieser inneren Kommunikation Raum zu geben. Ja, den Gedanken, den Gefühlen, den Regungen aus der Seele. Weil das können schon die ersten Impulse sein, wie wir diesen Tag dann gestalten, aus was heraus wir diesen Tag gestalten, was wir spüren, was wir brauchen, was wir spüren, was uns gut tut, was wir spüren, welcher Sehnsucht wir nah sein wollen. Und dann geben wir einfach diese Stille und dem Atem den Raum und schauen einfach, was in uns, um uns herum auftaucht. Ja, dieses Hören, dieses Lauschen. Und dass wir die Sachen auch erstmal einfach nur wahrnehmen, spüren, Raum geben, ja, ohne es zu beeinflussen, ja, ohne dem eine Richtung zu geben, ohne Gedankenketten möglicherweise dran zu hängen, ohne es anders haben zu wollen. Egal wie angenehm oder unangenehm es ist, dass wir da ganz ehrlich mit unserem Herzen sozusagen sitzen. Dass wir so die erste Person am Tag sind, der wir alle Aufmerksamkeit geben, ja, dass wir uns zu Beginn all die Liebe geben, die wir brauchen, all die Aufmerksamkeit, all die Achtsamkeit, all das Mitgefühl. Und aus dem heraus können wir dann auch all den anderen Menschen heute begegnen.
dass wir nicht sofort immer auf all die Bedürfnisse der anderen Menschen sofort reagieren, sondern dass wir einfach selbst erstmal uns darin abholen. Es gibt ja diesen Satz, dieses, wir können andere Menschen nur in dem Maße lieben, wie wir uns selbst lieben. Und in dem Maße, wie wir uns um uns selbst kümmern und uns selbst kennenlernen und so mit uns selbst sind, können wir dann auch mit anderen Menschen sein. Je mehr Verständnis wir für uns selbst haben, umso mehr können wir auch in der Verbindung mit anderen Menschen sein. Und andere Menschen können auch nur in der Tiefe mit uns sein, wie sie mit sich selbst sind. Und dass wir auch einfach schauen, was bewegt unser Herz. Wie wollen wir heute mit unserem Herzen hier sein auf dieser Erde? Wie wollen wir diesen Tag mit unserem Herzen verbringen? Und dann darf es auch natürlich immer ruhiger werden, dass auch das Herz von dieser Stille getragen wird, dass das Herz von der Stille genährt wird. Ja, manchmal ist die äußere Welt so rau und so stürmisch und so, ja, auch teilweise verletzend. Und ja, wo ist der Rückzugsort für unser Herz? Ja, wo ist die Energie, die dem Herzen gut tut? Wo darf das Herz heilen und wo darf es sich auch immer wieder von dieser Welt, die schön ist, aber auch, wo sehr, sehr viel Nichtschönes stattfindet, dass sich unser Herz auch in so einen Schutzraum zurückziehen darf. Und in diesem Schutzraum darf es still sein. In diesem Schutzraum darf das Herz einfach erstmal nur sein und atmen und irgendwo auch sich erholen vom Leben und sich erholen von der Welt und sich erholen von Beziehungen. Auch sich erholen von Familie oder von der eigenen Rolle, die wir in der Familie haben. Und dass es auch wichtig ist, dass in dieser Ruhe, in dieser Stille, die möglicherweise immer wieder in den Meditationen kommt oder die wir versuchen zu erzeugen, dass das Herz mit eingeschlossen ist. Und vielleicht fühlen wir auch eine Herzensverbindung zu einer lichtvollen Seele, wo sich unser Herz dem anvertrauen darf und wo ja einen Schutz, eine Achtsamkeit und so eine Zartheit auch da ist. Dass wir wirklich auch darauf achten, was nährt unsere Seele wirklich in der Tiefe, was nährt unser Herz, auch in all den Stürmen und Grobheiten des Lebens. Dass wir uns diesen inneren Raum schaffen, ja, der Thich Nhat Hanh hat das auch so schön beschrieben, ja, dass wir diesen inneren Raum schaffen, wo wir die Kerze anzünden, die Fenster schließen, wo wir so eine innere Atmosphäre für uns selbst schaffen. Und wo wir einfach nur mit uns sind in dieser Intimität, beziehungsweise in dieser Intimität mit einer lichtvollen Seele, wo wir das Gefühl haben, da fühlen wir uns aufgehoben, da fühlen wir uns angehoben, da fühlen wir uns genährt, geschützt, geliebt. Dass wir so Hand in Hand mit unserem Herzen durchs Leben gehen, ja, und es nicht aus den Augen verlieren. Und dass wir unser Herz auch an dem heutigen Tag nicht aus dem Auge verlieren. Aber es gibt uns immer wieder Hinweise, es gibt uns vielleicht die Möglichkeit, ja, den Tagesverlauf zu korrigieren oder eine andere Richtung zu nehmen oder uns zurückzuziehen oder bestimmten Dingen in uns zu folgen. Ja, das Herz kann so unser Barometer sein, ja, wenn wir ihm die Ruhe geben und den Raum und
einfach annehmen, was sich so alles zeigen möchte. Ja, dass das nicht nur hier auf diesem Sitzkissen passiert, sondern dass wir es am Sitzkissen vertiefen und üben, damit wir das Herz den ganzen Tag mitnehmen können. Wenn wir hier als Seele sind, dass wir ja, uns auch für unsere Seele wirklich öffnen und durch sie unser Leben gestalten lassen, mit ihr unser Leben gestalten. Nicht unbedingt einfach nur aus diesen Gedanken und nächsten Zielen und nächsten Erfolgen und wie wir meinen, wie wir hier zu sein haben und wie wir meinen, wie andere uns haben wollen, was wir meinen, was wir vielleicht alles erreichen sollen und müssen oder die Menschen um uns herum oder all dieser selbst kreierte Wahnsinn irgendwie. Das Herz darf der beste Freund sein, die beste Freundin. Und uns auch zeigen, was es zu lernen gibt, was es zu heilen gibt, was gefühlt werden möchte, was transformiert werden möchte, was vielleicht in Verbindung mit einer lichtvollen Seele gebracht werden möchte. Oder auch, was hier in das Leben hineinfließen möchte. Oder welche Beziehungen gelebt werden möchten. Sodass der Rückzug mit uns selbst und die Stille mit uns selbst auch ein Lauschen gegenüber dem Herzen wird. Ein Lauschen, ohne dass dem etwas hinzugefügt wird oder etwas geändert wird. Und dass wir jeden Atemzug, den wir einatmen, der uns mit Leben beglückt, dass wir jeden Atemzug auch unserem Herzen widmen, als würden wir mit unserem Herzen gemeinsam atmen. Dann einfach noch die nächsten 5 bis 10 Atemzüge gemeinsam mit dem Herzen atmen. Und dann einfach langsam wieder die Augen öffnen und in den Tag starten.